Was geht? Jeremy hier. Welcome back, Boys. Oder wie geht's nochmal? Was geht, Jeremy hier? Welcome back, Boys. So, irgendwie war das. Auf jeden Fall ballern wir heute. Digga, ich bin zu dumm. Ich muss noch einen Plan gucken. Ich hab vergessen, was wir haben. Alter. Ups. Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so unfähig ab und zu für gewisse Sachen ist, aber. In der Diät irgendwie mein Gehirn, okay, es ist eigentlich nur eine dumme Ausrede. Mein Gehirn funktioniert eigentlich nie. Also, ja, also ich habe die Ausrede, wegen der Diät bin ich so dumm, nicht, weil ich einfach, ja, nee, doch, also, Bizeps. Heute ballern wir Bizeps, Digga, und Rücken. Bizeps, Rücken, hintere Schulter, um genau zu sein. Aber hintere Schulter ist eigentlich offensichtlich. Hintere Schulter gehört zu Rücken einfach dazu. Also es geht eigentlich gar nicht so anders. Also welcher Vollidiot trainiert Rücken und hintere Schulter nicht zusammen? Hintere Schulter ist ein Teil. Ich laber zu viel Scheiße. Auf jeden Fall brauchen wir Prank Pump Pro für den professionellen Pump. Darum Pro, weil ich bin ein Profi. Ich laber nicht nur Scheiße. Also, eigentlich. Ey, ich bin professioneller Scheiße-Laberer, Digga. Das ist, was ich bin. Ich bin der Profi, Alter. Ihr wisst's. Okay, Scoop 1 rein. Scoop 2. Und da ich irgendwie einiges weniger Werbung mache als früher, weil ich einfach selber keinen Bock mehr drauf habe, viel Werbung zu machen, weil, Digga, sind wir mal ehrlich, fuckt euch Werbung ab. Ja, nein. Ja, jeden Fakt Werbung ab. Daher habe ich mir gedacht, Alter, reduziere ich das, mache weniger Werbung. Und jetzt kriege ich die Fragen, Alter, bist du überhaupt noch bei ESN? Hast du gekündigt? Wurdest du gekündigt? Oder was ist jetzt los? Nein, ich bin bei ESN mit dem Coach Henry. Ich spare dir maximal auf alle Produkte und unterstütze mich. Aber ich mache einfach nicht mehr so viel Werbung, weil ich da selber mich persönlich dagegen entschieden habe. Weil ich sehe es ja bei anderen Influencern, ich will ja keine Namen nennen. Aber da gibt es genug, die einfach unglaublich viel Werbung machen, wo ich mir immer nur denke, wo ich selber die Stories, also auf Insta zum Beispiel, gemutet habe, weil, Digga, wenn ich Werbung angucken will, dann gucke ich YouTube, da kommt alle 3 Sekunden Werbung, was mich schon abfuckt, Digga, da muss ich nicht nur auf Insta von jedem Influencer, zwischen den Stories kommt eine Werbung, aber die Stories selber sind dann auch nur Werbung, Digga, übertreib nicht, also come on, reicht da irgendwann. Daher habe ich selber bei mir selber gemerkt, Digga, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße zu gucken. Wieso soll ich dann die Scheiße so machen, wie ich es nicht bei anderen sehen wollen würde und gucken würde? Das wäre ja voll behindert. Aber ja, das ist, wieso ihr von mir weniger Werbung seht. Ich hoffe, euch stört das. Nee, wie soll es euch stören? Wenn es euch stört, dass ihr weniger Werbung seht, dann seid ihr behindert. Dann seid ihr einfach behindert, Alter. Jetzt mal ungelogen. Nee, no front an dieser Stelle. Aber. Alter, das war auf jeden Fall ein guter erster Satz, guter Start ins Training rein, würde ich sagen. Geil. Alter, let's fucking go. 10 Reps. Ey, das ist krass. Ich habe ja, falls ihr das, wahrscheinlich habt ihr das noch nicht mitgekriegt, aber ich habe seit neuem angefangen, meine Reps und Gewichte und so zu tracken. Und Digga, wir sind fucking
fucking cheese. Wir haben jetzt in beiden Sätzen eine Wiederholung mehr gemacht. Nicht nur gleich viel, wenn jedes Jahr das Ziel, Gewicht zu behalten, Kraft zu behalten, Kraft zu erhalten. Aber wir sind jetzt in beiden Sätzen stärker gewesen. Alter. Beziehungsweise haben wir in beiden Sätzen eine Wiederholung mehr gemacht als im letzten Training. Digga. Richtig geil. Boah. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ja schon vor ein paar Trainings gesagt, dass meine Trainings in letzter Zeit eigentlich alle ziemlich, ziemlich beschissen sind. Ich eigentlich nie Bock drauf habe, aber man da halt durch muss. Aber heute, ich glaube, ist das erste Training in Bruder ewig, wie ewig, wo ich mit Bock reingegangen bin und das Training richtig gut gestartet hat. Und ich jetzt auch Bock habe, weiterzumachen, Alter. Geil, wirklich geil. Okay. Das war gut. Aber ich bin ganz ehrlich, ich lieb's, wenn mich so ein Satz fickt, also wenn es wirklich so hart ist. Und da wirklich so, wo man wirklich alles reinsteckt. Wirklich so, Digga, alles oder nichts. Und nichts ist keine Option. Also einfach alles, Digga. Ich fühle das, ich finde es so geil, wenn man so BÄM alles reinpacken und so richtig ballern, Alter. Also, das war gut, Alter. Und ja, das Einzige, was bei dieser Übung halt ein bisschen beschissen ist, ist das Reinkommen in die Übung, dieser Setup-mäßige. Weil wir müssen erstmal hinter diese Bank kommen, weil es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man hinter ist, sondern dass man darauf sitzt. Weil für alle, die aber jetzt fragen, ey, wieso machst du das? Wieso sitzt du nicht einfach nur drauf? Das ist ja die auch ein Grund, wieso ist das so, bla bla bla. Ja, man kann die Übung natürlich normal machen. Aber ich will möglichst viele Faktoren aus meiner Gleichung rausnehmen. Ich erkläre das Ganze ganz kurz. Wir haben eine Gleichung. Das Ziel von der Gleichung ist immer Muskelaufbau, möglichst viele Gains zu machen. Und da haben wir verschiedene Variablen. Zuerst mal Gewicht, Intensität. Dann haben wir aber noch Sachen wie Stabilität, Griffkraft und solche Sachen, die wir rausnehmen wollen. Weil alles, all diese Sachen, all diese unnötigen Variablen, so, kosten uns einfach Gains. Sie haben keinen Vorteil für uns, sie bringen uns nur Nachteile. Und wenn ich normal da drauf sitze, dann ist mein Oberkörper frei in der Luft. Also der bewegt sich und ist nicht stabilisiert, ich bin nicht chest-supported. Das heißt, eine zusätzliche Variable, die wir nicht wollen. Das gleiche bei Griffkraft. Wir wollen nicht die zusätzliche Variable Griffkraft, darum haben wir Zughilfen, die uns diese abnehmen. Sodass einfach alles, was wir reinstecken, auch wirklich dann schlussendlich in unseren Gains landet und in unserem Rücken in diesem Fall landet. Und wir das Maximale rausholen können. Und es ist geil.
Also es fühlt sich auch verfickt nochmal geil an. Also die Übung ist geil, wirklich. Alter, das ist schon geil. Reverse Flies ist eigentlich einfach schon eine ziemlich geile Übung. Ist halt basic und das ist der Grund, wieso die auch so geil ist und wieso sie auch so gut ist, weil man muss sich auf nichts konzentrieren, man kann einfach nur so, ja, ich sitze jetzt da, fertig, Alter. Und das ist geil, das sind eigentlich die besten Übungen, sind zu 90% die simpelsten. Bankdrücken, ich lieg da. Auf was muss ich konzentrieren? Nichts. Die einfach nur hochdrücken, Digga. Ganz simpel, ganz basic. Fertig. Hoch, runter, hoch, runter. Kriegt jeder hin und auch nicht viel Stabilität, bla bla bla. Also einfach Basics. Stick to the Basics. Das ist auch der Grund, wieso ich das immer preache. Es ist einfach wirklich der Key to Success. Nicht irgendwelche komplizierte Scheiß machen. Einfach drücken, ziehen, Beine irgendwie auch noch ein bisschen drücken. Und noch ein bisschen so curlen. Fertig. Let's go, Alter, das ist gut. Das ist gut, Alter, ich bin wirklich überrascht. Das ist das erste Training seit langem, wo wir wirklich Progress machen. Und natürlich, man sollte immer im Training ehrlich Progress machen. Vorausgesetzt, man ist im Aufbau. Wenn man aber in der Diät ist, dann ist wirklich eigentlich schon gut, wenn man das Gewicht erhalten kann. Wenn man sagt, ey, so gut war letztes Mal habe ich mit dem Gewicht 12 Reps gemacht, diesmal mache ich nochmal 12, das passt. Aber dann 13 zu machen in der Diät, das ist schon ein sehr geiles Gefühl. Das gleiche, wie wenn man jetzt im Aufbau zum Beispiel davor 10 Reps gemacht hat und dann einfach 13. Und das ist aber nicht so das Selbstverständliche, was es ist, sondern so dieses, wir haben mehr gemacht, Digga. Wir haben verfickt mal eingekriegt, das ist geil. Oh, let's go. Aber jetzt geht's an Bizeps und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Bizeps absolut geil findet. Also ich glaube, ihr habt da auch Bock drauf. Ugh!
Alter, okay. Das war gut, das war gut. Oh, aber ich würde sagen, für den nächsten Satz nehmen wir 2 Kilo weniger. Dann werden wir 1-2 Reps mehr hinkriegen und uns auch noch ein bisschen mehr auf die Form konzentrieren können. Dass wir nicht, was ich jetzt hier gemerkt habe, was wir haben, ist ein bisschen das Stocken, dass wir es nicht komplett flüssig machen. Und wir wollen es komplett flüssig machen und dafür ist das Gewicht zu schwer, daher nehmen wir nur die 12er. Naja, fühlt sich schon ein bisschen falsch an, 12er fucking zum Curlen, Alter. Eigentlich nehmen wir die fucking 24er, ne? Also das Doppelte wortwörtlich. Aber Ego zu Hause lassen ist so. Ego finde ich ist ein gutes, ist ein spannendes Thema. Weil jeder Mann sollte und muss eigentlich ein Ego haben. Aber nur eine gewisse Form von Ego. Man sollte nicht irgendwie überheblich sein oder irgendetwas. Oder zum Beispiel jetzt hier sagen, Alter, die Übung mache ich nicht, weil da bewege ich nicht so viel Gewicht. Und das wär überhaupt dumm. Aber ein Ego selbst zu haben, ist was Gutes. Man muss selber was von sich selbst halten. Und auch gewisse Sachen nicht machen, einfach aus. Das mache ich nicht so Prinzip, obwohl Ego wird eher so ins Negative gezogen, weil man natürlich mit Ego sagt, ey, ich mache das nicht, weil ich bin mir selber zu gut, dann ist es in vielen Fällen dumm. Wenn ihr aber sagt, ey, ich mache das nicht, zum Beispiel jetzt, man kann sagen, ey, mit Onlyfans oder so könnte man viel Geld verdienen. Aber ich mache das nicht, weil ich Selbstrespekt habe. Gewisse würden aber sagen, ey, dein Ego ist zu hoch. Es ist immer so eine Abwege, was ist wirklich Ego und was ist Ego im Negativen? Oder ist ein Ego immer negativ oder ist es ab und zu positiv oder wie auch immer? Man muss halt wirklich sehen, was ist und selber auch für sich selber abwiegen. Wie ist es? Und schlussendlich muss man einfach seine eigene Meinung bilden. Weil eigene Meinung kopieren kann jeder, aber das ist man dann nicht selbst. Ja. Das war gut. Das war auf jeden Fall jetzt besser als der letzte Satz, weil wir Ego gelowert haben, Gewicht gelowert haben, bla bla bla. Die ganzen Kommentare von meinem Ego fuckt mich aber zum Thema Ego, die ganzen Kommentare fuckt mich ab. Von euch, lass mein Ego zu Hause, bla bla bla. Nee, mach ich nicht. Aber man muss halt trotzdem sein Ziel vor Augen haben und gucken, was ist einem wichtiger. Viel Gewicht zu bewegen oder ja, Muskelaufbau schlussendlich, auch wenn es oftmals das gleiche ist. Mehr Gewicht equals, also mehr Gewicht heißt in sehr, sehr, sehr vielen Fällen mehr Gains, mehr Muskeln, aber halt nicht in allen. In gewissen Fällen muss man da aber zu sich selber sagen, so ey Alter,
jetzt macht es mehr Sinn, die Übung zu wechseln zu einer Übung, wo ich weniger Gewicht benutze oder das Gewicht zu senken, die Reps zu erhöhen oder das und das oder so und so zu machen. Aber trotzdem in den allermeisten Fällen mehr Gewicht, mehr Gains. Digga, das sieht schon geil aus. Die Arme, Alter. Bam. Alter, irgendwie haben die Kabeltürme so umgestellt, dass es keine Kabeltürme mehr hat, dass wir normal Faceway Cable Curls machen können. An zwei verschiedenen Türmen irgendwie funktioniert das nicht mehr. Da haben wir einfach einen Turm mit zwei Kabeln. Das ist nicht so geil, weil es halt nicht so stabil ist, weil wir hier eben diesen Drehbereich haben. Und alle, die da schon mal so ein Ding trainiert haben, wissen, wenn man beide gleichzeitig benutzt, dann ist das so ein bisschen so wackelig, so. Es fühlt sich nicht so geil an und ist ja auch nicht so gut, aber scheißegal, weil das ist eh unser letztes Training hier für lang, Alter. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist crazy, aber da rede ich jetzt noch gar nicht darüber. Ich sage euch einfach, guckt euch das oder die nächsten Videos an, Alter. Es ist, ihr werdet sehen schon am Titel, Thumbnail, was auch immer. Auf jeden Fall, Faceway Cable Curl, wir haben hier den ersten Satz gemacht und erstaunlicherweise sind wir auch wieder hier wirklich, wirklich gut dabei. Wir haben in dem letzten Training hier nämlich mit dem Gewicht hier, ja okay, doch, ich nehme zurück, Digga, wir haben eine weniger gemacht, das wir haben eins weniger gemacht. Tja, ja, nein, Lukas, mit so. Wie geht's denn, Bro? Gut. Ey, warte mal kurz, ich nehme ein bisschen Zeit. Ich muss das wissen. Ey, Alter, das, damit ihr kurz Kontext habt. Dann, ich sag nichts dazu. Auf jeden Fall haben wir einen Rap weniger gemacht als bei der als letztes Training. Also, eigentlich war das auch nicht gut, aber scheiß drauf, nächstes Satz. Ja, zu weit vorne, Digga. Scheiße. Alter. Oh, okay, mit der übrigens sind wir durch. Oh mein Gehirn, Alter. Kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig geilen Satz geballert habt und nicht mal mehr euer Gehirn funktioniert? Ihr könnt nicht mal mehr denken, Alter. Ey, was eine Scheiße. Bodenlos, aber egal. Vorher kurz zum Kontext. Der Bro, der vorher zu mir gekommen ist, war davor Lehrling bei dem Gym, wo ich davor war, aber dann vom Chef rausgekickt wurde und der hat jetzt seine Lehre abgebrochen, weil der Chef, ich will ja niemanden beleidigen, aber einmal sehr, sehr beschissen ist. Okay, das mit niemandem beleidigen hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ist aber witzig. Aber wir brauchen jetzt irgendwo eine Bank, denn unsere nächste Übung sind Hammer Curls liegend. Ihr kennt sie, ihr wisst sie, ihr kennt sie, diese Übung, die ich immer noch neu am Üben bin, noch nicht so 100% drin bin, aber trotzdem geil ist. Okay. Oh, Alter. Irgendwie ist die Übung einfach, irgendwie ist geil, einfach so zu ballern, einfach auf alles zu scheißen, einfach alles zu geben, fühle ich sehr, finde ich sehr geil auf jeden Fall. Und ich habe vergessen, wie viele Reps ich gemacht habe, Digga. Mann, ich habe nämlich die längste Zeit meine Reps nie getrackt und einfach nur geballert. Aber jetzt machen wir das, um das Ganze für den Wettkampf halt so ein bisschen ernster zu nehmen, bla bla bla.
Aber Digga, ich vergesse ab und zu meine Raps ab und zu. Zählen tue ich es ja nicht immer, zählen kriege ich hin, aber danach, wenn der Satz fertig ist, danach vergesse ich sie einmal. Danach lege ich das Gewicht ab und dann aber auch meinen Kopf raus. Okay. Perfekt, wir sind durch, Alter. Training ist vorbei. Jetzt geht's in den Pump-Check. Und dann verpissen wir uns. Posing, der Let's Go. Ja, wir ziehen uns aus, würde ich sagen. Und dann gucken wir das Ganze an. Aber ich habe das Gefühl, es sollte gut sein. Ganz schnell aus. Und ins Posing rein. Irgendwie. Alter, jetzt weiß ich wieso. Wir stehen nicht im Licht, Digga. Das ist eine Scheiße. Wir müssen ins Licht gehen. So. Seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Wir bewegen direkt ein bisschen weniger Fett. Und sehen besser aus. Digga, ich kann diese Bank nicht verschieben. Die ist angeschraubt am Boden. Let's go. Aber egal. Hier sind wir. Die Form sieht... Alter, sieht schon sehr gut aus. Und auch dieser... Seht ihr den Rückenpump, Alter? Sieht man das? Ich bezweifle, dass man das nicht sehen kann. Oh, Alter, ich glaube, das ist... Ja, ist auf jeden Fall ein sehr geiler Pump. Und es nimmt mich mal wieder kein fucking Uber an. Diese kleinen Wichser, Mann, das fuckt mich so ab, ne? Das ist richtig pain in the ass. Vor allem, dann kommen irgendwelche, diese Fahrt kostet 4 Euro. Und dann kriege ich eine Anfrage, nehmen die Anfrage an, für 35 Euro fahre ich dich. So, Bruder, ich will eine Uberfahrt für 4,20 Euro. Ich zahle nicht 35 Euro für eine 3 Minuten Uberfahrt. Wollt ihr mich alle verarschen? Aber egal. Aber, boah, Alter, guckt euch diesen Bizeps. Alter, dieser Bizeps-Pump ist schon brutal. Doppelbizeps. Geil, Alter. Einfach geil. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir Posen hier machen könnten. Naja, den hier können wir noch. Ich mag die Pose irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt oder ob die überhaupt einen Namen hat, aber ich mag sie. Obwohl. Okay, an dieser Stelle war's das. Ich hoffe, irgendein Uber nimmt mich an oder ich laufe einfach nach Hause, weil, naja, wir sind in der Diät und Cardio kann nicht schaden. Beziehungsweise ich hasse Cardio über alles, also gebe ich alles, dass ich nicht nach Hause laufen muss. Aber wie war's das mit mir? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen beim... Sehen wir uns morgen beim Leg Day? Ich habe irgendwie keinen Bock auf den Leg Day. Ich habe keinen Bock, den überhaupt zu filmen. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann wieder. Oder, nee, genau. Stimmt, Digga, voll vergessen. Ist ein großes Thema, ist ein cooles Thema. Da könnt ihr aber was freuen. Also hoffe ich euch, dass ihr hier folgt und auch auf meinem anderen Kanal Jeremy Wiederkehr folgt. Aber ja, scheiß auf. Das war's von mir. Peace out.